Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Videoreihe, in der ich euch erklären möchte, wie man wirklich gut in der Schule wird. Ich möchte euch hier nicht anlügen und irgendwelche Halbwahrheiten verteilen wie lernt viel, seid fleißig, Quatsch. So wird wirklich niemand gut in der Schule. Das ist ein Mythos. Die wenigsten, die ein 1,0 Abi haben, haben die ganze Zeit gelernt. Und die, die es getan haben, hatten kein Privatleben, aber haben trotzdem nicht alles richtig gemacht. Man kann ein sehr, sehr gutes Abitur, 1,0, 1,1, 1,2, fast vollständig, ohne großen Lernaufwand, bewältigen. Dazu muss man nicht mehr großartig intelligent sein. Durchschnittlich intelligent reicht völlig aus. Der Rest liefert euch das Schulsystem und mit dieser Videoreihe erlernt ihr die psychologischen Tricks, die ihr anwenden könnt, um eure Lehrer davon zu überzeugen, dass ihr Genies seid oder dass sie wenigstens glauben, dass ihr Genies seid. Ihr müsst doch nicht mal welche sein. Das Schulsystem lässt da sehr viel Freiheit. Das möchte ich euch erklären. Manchmal ist nämlich Schein und Sein was ganz Unterschiedliches. Wenn ihr wie ein Genie scheint, kann das manchmal wesentlich effektiver sein, als ein Genie zu sein. Denn es geht letztendlich immer darum, was denkt der Lehrer, was ihr seid. Und was der Lehrer denkt, was ihr seid, muss nicht unbedingt der Realität entsprechen. Ihr könnt allerdings auch die Realität beeinflussen, indem ihr die Gedanken eures Lehrers beeinflusst. Alles Tricks, die ich euch zeigen möchte. Aber wieso diese Videoreihe? Naja, mir geht es auf den Sack, dass ich immer wieder hören muss, oh, ich muss so viel fürs Abitur lernen. Und dann kommen die Leute raus und haben 2,7 Abi. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt alles falsch gemacht. Ihr habt die ganze Zeit gelernt und gebüffelt. Und habt ein 2,7 Abi. 2,7 Abi ist jetzt nicht die Meisterleistung. Und ihr habt gelernt und gebüffelt und habt eure ganze Zeit investiert und verschwendet eigentlich. Ihr hättet sie sinnvoller investieren können. Aber ihr habt es nicht getan. Und es gibt auch 1000 Leute, die hören nicht auf meine Tricks. Die Leute, die bisher auf meine Tricks und Tipps gehört haben, haben ihre Leistung unglaublich verbessert. Naja. Hilfe geben und Hilfe annehmen ist was komplett Unterschiedliches. Und wenn man meine Tricks befolgt, hat das eine langfristige Wirkung. Man muss kurzfristig was investieren, um langfristig eine Wirkung zu haben, die dauerhaft ist. Das heißt aber auch, dass man zunächst nicht unbedingt in seinen Erfolg investiert. Zunächst ist der Erfolg nämlich gar nicht sichtbar. Heißt, wenn ich mich für eine Mathe-Klausur hinsetze und ich lerne einen Tag vorher, dann natürlich bringe ich eine bessere Leistung, dann hätte ich gar nicht gelernt. Ich habe 4 Stunden Zeitaufwand gehabt und habe nun anstatt eine 5 eine 3 minus geschrieben. Natürlich. Wenn man sich 4 Stunden hinsetzt und meine Tipps bewältigt, hätte man trotzdem erstmal eine 5 geschrieben. Man hätte nicht direkt einen Effekt gehabt. Aber der große Effekt ist, dass man sich danach nicht jedes Mal vor einer Klausur hinsetzen muss. Man muss nicht jedes Mal Zeit investieren, um eine gute Note zu schreiben. Und mit einer guten Note meine ich eine 1 und keine 3 minus. Das heißt, wer meine Tipps befolgt, hat langfristig Erfolg und nicht kurzfristig mittleren Erfolg oder fast gar keinen Erfolg und es muss jedes Mal kämpfen und bangen und zittern und sich mit Ausflüchten helfen wie, wenn ich gewollt hätte, dann hätte ich auch gekonnt. Nein, hättest du nicht, sonst hättest du es gebracht. Man kann nicht sagen, wenn ich gewollt hätte, hätte ich gekonnt. Das ist eine Behauptung und es gibt keinerlei Beweise dafür, dass diese Behauptung annähernd richtig ist. Nicht jeder ist in der Lage, ein 1,0 Abi zu machen, nicht weil er zu dumm ist, sondern weil er die Techniken nicht weiß. Und da hilft auch ein noch so großes Wollen nicht. Wer die richtigen Techniken nicht weiß, kann nicht in eine hohe Abiturstufe einsteigen. Das geht gar nicht. Man kann kein 1,234 Abi machen, wenn man nicht die richtige Technik befolgt. Naja, außer man lernt wirklich den ganzen Tag, hat keine Freunde und ist irgend so ein komischer Sack, der da rumsitzt und sagt, oh, ich habe den ganzen Tag gelernt, ich habe keine Freunde, aber jetzt studiere ich Medizin. Ja, toll seid ihr, ganz toll. Also Leute, ich erkläre euch ganz schnell hier ein paar Tipps, die könnt ihr einfach befolgen, ist gar nicht schwer und ihr werdet damit Erfolg haben, das verspreche ich euch, und es hat mehr Erfolg, als die ganzen Spasten die ganze Zeit lernen. Also, viel Spaß bei dieser Videoreihe wünsche ich euch. Ich hoffe, wir werden Spaß haben. Schaut euch mal das nächste Video an.
Ich glaube, auf der Seite oder auf der Seite geht es dann weiter. Oder gebt es einfach ein. Viel Spaß euch noch.